In diesem Bad Wildunger Altenzentrum leben Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Pflegerinnen und Pfleger tragen die Verantwortung, sich gewissenhaft um die Senioren zu kümmern. Doch was hier vor wenigen Tagen bekannt wurde, ist erschütternd. Drei Mitarbeitende sollen einen Bewohner und eine Bewohnerin beschimpft und hinterhältig mit dem Handy gefilmt haben. Beide Senioren sind an Demenz erkrankt und somit besonders schutzbedürftig. Die Trägergesellschaft der Einrichtung erstattete sofort Anzeige. Auf dem einen der Videos, die uns vorliegen, sehen Sie einen alten Mann, der ein bisschen verwirrt zunächst über den Gang geistert und sucht Stimmen, die ihn rufen, die ihn so ein bisschen provozieren. Und er wird zunehmend aufgebrachter und verzweifelter. Und Sie sehen im Vordergrund Mitarbeitende, die sich verstecken hinter einer Ecke, sich aber nicht zu erkennen geben. Und ein weiterer Mitarbeitende filmt das Ganze, die hört man also auch. Die Videos teilten sie anschließend in einer WhatsApp-Gruppe mit anderen Beschäftigten. Passiert ist das bereits vor 3 Jahren, aber erst jetzt, Anfang August, ans Tageslicht gekommen. Eine der beschuldigten Pflegekräfte informierte die Hausleitung über die damaligen Vorgänge. Das Tätertrio, eine examinierte Altenpflegerin, eine Pflegehilfskraft sowie ein angelernter Altenpfleger. Alle drei wurden mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das Verhalten trägt einen Namen, das ist psychische Gewalt. Und das ist natürlich im Umgang insbesondere mit Menschen mit Demenz, geht es in gar keiner Weise. Schlimm daran ist, dass diese Menschen sehr, sehr leicht zu verwirren und zu verunsichern sind, weil das Krankheitsbild alleine schon die Desorientierung in Raum und in Situationen mit sich bringt. Und wenn man solchen Menschen auch noch extra Stresssituationen aussetzt, werden sie natürlich in Situationen gebracht, mit denen es für sie von alleine kaum umzugehen ist. Unrechtsbewusstsein, Fehlanzeige. In einem Krisengespräch mit der Heimleitung gaben die Beschuldigten an, die Senioren nur veralbert haben zu wollen. Jetzt liegt der Fall bei der Kasseler Staatsanwaltschaft. Es gäbe bereits regelmäßige Weiterbildungen zu Themen wie Gewalt in der Pflege, außerdem ein Verbot von Privathandys im Dienst. Aber reicht das aus? Jetzt ist es an uns, weiter zu schulen, auch genau hinzugucken. Was können wir tun, um ein Klima zu schaffen, dass beispielsweise auch Mitarbeitende oder auch Bewohner, Bewohnerinnen das Vertrauen haben, Dinge, die ihnen komisch vorkommen, zu melden, weiterzugeben? Das Altenzentrum stehe nun in engem Austausch mit den Angehörigen sowie allen Bewohnerinnen und Bewohnern. Es gehe darum, wieder Vertrauen aufzubauen. Den drei beschuldigten Pflegekräften droht im Falle einer Verurteilung ein Berufsverbot.